Neapel, ein Raubüberfall in einer Bar, bewaffnet oder nachts auf der Straße. Doch dann schießt ein Polizist. Mein Sohn ist durch 3 Schüsse ermordet worden. 2 in die Brust und einen hinten in den Kopf. Ein Wandbild mit dem erschossenen Straßenräuber. Die Mafia betet ihre Nachwuchskriminellen an wie Heilige. Ein Bild anbringen vom Täter eines Raubüberfalls oder vom Boss eines Clans, verehren wie einen Heiligen, das ist eine schlechte Botschaft. Am 1. März 2020 wird Ugo Russo erschossen. Er ist erst 15. Mit einer Pistolenattrappe soll er den Fahrer eines Autos bedroht haben. Er wollte dessen teure Armbanduhr. Der Fahrer ist ein Polizist und schießt. Ugo stirbt noch am Tatort. Als wir die Nachricht vom Tod meines Sohnes erhielten, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich war außer Kontrolle. Erst danach habe ich erfahren, dass Ugo einen Raubüberfall begehen wollte. Ich war fassungslos. Das sagt der Vater mit dem jüngsten Sohn im Arm vor dem riesigen Wandbild im spanischen Viertel. Es ist Ugo, der hier auf Familie und Nachbarn blickt und Wahrheit und Gerechtigkeit einfordert. Noch in der Nacht stürmen die aufgebrachten Angehörigen und Freunde das Krankenhaus und zerstören die Notaufnahme. Sie verlangen Ugos Leichnam. Es sind die ersten Tage der Corona-Pandemie. Viele der ohnehin schon knappen Betten werden beschädigt. Mein Sohn ist durch 3 Schüsse ermordet worden. 2 in die Brust und einen hinten in den Kopf. Dass der 15-Jährige einen Raubüberfall begehen wollte, steht nicht im Vordergrund. Der Vater, selbst seit Jugendjahren bei der Polizei einschlägig bekannt, glaubt sich bestätigt. Niemand in dieser Stadt will ernsthaft wissen, warum solche Überfälle geschehen, warum diese Jugendlichen sowas machen. Hauptsache uns zerstören, zertreten, wie Ungeziefer. Viele im spanischen Viertel unterstützen das Wandbild, beschweren sich über angebliche Polizeiwillkür und schleppende Ermittlungen. Wie im Verfahren gegen den Polizisten, der Ugo Russo erschossen hat. Familie Russo erhält Solidarität auch von Künstlern und Intellektuellen. Sie fordern nicht nur Aufklärung, sondern wie Alfonso de Vito auch mehr soziale Fürsorge in den Problemvierteln. Noch immer herrscht in dieser Stadt die Mentalität, jedem was ihm gebührt. Es gibt keinen sozialen Zusammenhalt. Reiche bleiben reich, Arme bleiben arm. Ein Jugendlicher, der eine Straftat verübt, da heißt es dann, gehört erschossen, selbst schuld. Der Seelsorger und Jugendpriester Don Luigi Merola kritisiert die religiöse Verehrung, mit der die Camorra, die Mafia in Neapel, ihre Helden seit Jahren feiert. Ein Bild anbringen vom Täter eines Raubüberfalls oder vom Boss eines Clans oder so verehren wie einen Heiligen. Und das ist eine schlechte Botschaft. Als ob das Schlechte gut werden könnte. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Nachwuchskriminelle seien keine Heiligen. Das predigt der Priester in dieser beschlagnahmten Villa eines ehemaligen Camorra-Bosses. Geschützt hinter Mauern betreibt der Seelsorger Jugendarbeit. Jetzt in Corona-Zeiten nur über den Bildschirm. Hausaufgaben und in normalen Zeiten Freizeitbetreuung. Auch organisiert er Unterstützung für die von der Pandemie besonders getroffenen Familien, damit deren Nachwuchs nicht noch leichter in die Kriminalität abrutscht. Jedes Stadtviertel hat seinen Clanchef. Die meisten dieser Bosse sind aber mittlerweile im Gefängnis. Das nutzen die Jugendlichen aus. Sie gründen Gangs, die sich gegenseitig bekriegen
Damit nimmt die Gewalt zu. Denn der eigentliche Boss hat die Kontrolle verloren und kann nicht mehr wie früher im Viertel für Ordnung sorgen. Doch Recht und Ordnung, so die Losung in diesem Jugendzentrum, solle nicht von Kriminellen, sondern von der rechtschaffenen Bevölkerung in Neapel bestimmt werden. Trotz aller Polizei haben wir immer noch 103 aktive Clans, die ihre Einnahmen vor allem durch den Drogenhandel machen. Wenn jetzt viele hier behaupten, der Staat lasse sie im Stich, dann mag das stimmen. Wahr ist aber auch, dass wir uns in dieser Stadt endlich zusammentun müssen, damit nicht mehr wie bislang jeder nur an sich selber denkt. Die Wandbilder für Nachwuchskriminelle sind in Neapel zum Zündstoff geworden. Dieses hier erinnert an den 17-jährigen Luigi Caiafa mit Kerzen und einem Altar. Im Oktober 2020 wurde auch er bei einem Raubüberfall von einer Polizeistreife gestellt und erschossen. Die Polizei aber hat das Wandbild inzwischen beseitigt. Kriminelle sollen nicht verherrlicht werden. Die Reaktion im Viertel ist aggressiv. So auch vor dem Altar für den Nachwuchsboss Emanuele Sibillo. Der 19-Jährige wurde bei einem Schusswechsel mit einem rivalisierenden Clan getötet. Nach heftigen Protesten beginnen die Behörden mit der Demontage. Der 20-jährige Emanuele Esposito ist in einem der Problemviertel von Neapel aufgewachsen. Hier im Jugendzentrum von Don Luigi Merola sorgt er sich um Spielsachen für Kinder. Sie sollen trotz Pandemie das Gefühl von Gemeinschaft, Recht und Unrecht nicht verlieren, im Unterschied zu vielen von Emanueles ehemaligen Schulfreunden. Besorgt bin ich schon um die Kinder, die wir betreuen. Einmal auf der falschen Bahn kommt niemand weit. Und es ärgert mich. Jeder meiner Freunde hatte die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Das haben viele aber nicht gemacht. Die Chance nutzen, die sich für eine bessere Zukunft bietet. Emanuele studiert jetzt Agrarwissenschaften und das sogar mit Stipendium. Als kleiner Junge musste er oft am Fenster zusehen, wie Jugendbanden ihr Unwesen trieben und die Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzten. Da kam ein Clan und seine Mitglieder fingen an zu schießen und zu drohen. Ihr Ziel war, so ein neues Gebiet zu besetzen und den Drogenhandel dort zu kontrollieren. Das bedeutete mehr Prestige und mehr Geld. Und Schaden für die Allgemeinheit. In Pompeji bei Neapel sind Jugendliche in das zweite Jugendzentrum von Don Luigi Merola eingebrochen und haben mitten im Corona-Lockdown erst Party gefeiert und dann alles verwüstet. Das sind Stadtviertel, wo fast 90% der Jugendlichen nicht einmal die Pflichtschule besuchen. Erst recht jetzt in der Pandemie. Schulabbrecher sind ein riesiges Problem. Bloß nicht für die Camorra, für die sind diese Ignoranten perfekt. Je ungebildeter, desto besser. Doch Don Luigi lässt sich nicht einschüchtern. Vor Ort noch macht er ein Video, das er auf allen sozialen Kanälen postet. Und für die jugendlichen Einbrecher hat er auch noch einen Appell. Wählt die Legalität, sonst wartet auf euch das Gefängnis oder ihr bringt euch gegenseitig um. Denn mit der Camorra kann man nur verlieren. Francesca Russo ist Anwältin für Jugendstrafrecht. Sie berät Don Luigi Merola und entwickelt gemeinsam mit dem Priester Strategien, um die Jugendlichen von der Straße zu locken. Zum Beispiel mit Fälschungen. International bekannte Modemarken aus lokaler Produktion. Die Polizei hat sie in den Fälscherwerkstätten von Neapel beschlagnahmt. Anstatt die Ware zu vernichten, wird sie hier im Zentrum an Jugendliche aus der Nachbarschaft verschenkt. Die machen sonst doch alles, um diese Marken zu tragen, auch wenn sie es sich nicht leisten können.
Deshalb klauen und rauben viele. Wie eben der 15-jährige Ugo Russo. Er wollte eine Rolex-Uhr erpressen mit einer Pistolenattrappe. Seine Familie quält Gewissensbisse, jetzt, da der Sohn tot ist. Sie bittet um Hilfe. Niemand darf sagen, das hier ist verbrannte Erde. Den am meisten gefährdeten Jugendlichen muss geholfen werden. Sie brauchen Vertrauen und die Möglichkeit, sich zu ändern. Das traurige Ende von Ugo Russo sorgt vielleicht in Neapel für einen Ruck. Denn das Interesse für den Fall ist groß. Erstmals protestieren die Familien aus dem spanischen Viertel in der eleganten Fußgängerzone, wo Armut und Wohlstand aufeinanderprallen. Und Ugos Vater präsentiert sich ganz in der Opferrolle. Ich habe nur die Grundschule besucht, dann habe ich abgebrochen. Keiner ist gekommen und hat mich wieder in die Schule zurückgeholt. Das muss ich ändern. Aber auch, dass Nachwuchskriminelle wie Heilige verehrt werden. Das fordert Don Luigi Merola, wenn er mehrmals die Woche die Mütter der Kinder trifft, die in seinem Zentrum betreut werden. Sein Appell ist klar. Um hier zu gewinnen, brauchen wir die gemeinsame Kraft aller. Ganz wichtig sind dabei die Eltern und ihr Einsatz. Nur so können wir eine Stadt wie Neapel zum Besseren wenden und wieder schöner werden lassen. Wenn Don Luigi Jugendliche feiert, dann solche wie Emanuele. Mit seiner Willenskraft und der Entscheidung für Bildung und Legalität sei er ein Vorbild. Wir glauben an Jugendliche, die ihr Schicksal in die Hand nehmen. Denn niemand wird als Krimineller geboren, das wird man nur. Genau das wollen wir aber verhindern. Ugo Russos Freunde versprechen, den 15-Jährigen nie zu vergessen. Auch wenn sie womöglich ein weiteres Heiligenbild schaffen, das Nachwuchskriminelle in Neapel zu noch mehr Straftaten verleitet.